Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Interview. Diesmal mit dem Sprecher von Maximus Black, Santiago. Ja! Santiago, deine erste Frage. Wie bist du zu der Rolle Maximus Black gekommen? Naja, das ist ja ein Hörspiel auf meinem Kanal und da spreche ich natürlich mit. Logisch, oder? Was magst du an der Rolle? Ja, dass ich auch mal so ein bisschen fies und böse sein kann. Bin ich immer nur lieb und nett? Ja, man muss sich da auch mal ein bisschen austoben können in so einer Rolle. Wie beschreibst du deine Rolle? Wie beschreibe ich die Rolle? Naja, das ist schon eine fiese Möp, ne? Und wie gesagt, das ist sehr reizvoll zu spielen oder zu sprechen. Das ist kein so netter Zeitgenosse. Was würdest du an deiner Rolle gerne ändern bzw. ändern lassen? Gar nichts. Sie ist doch schön, wie sie ist. Das macht doch gerade Spaß, habe ich ja eben gesagt. Hast du dich schon mal mit dem Thema Hexen oder Zauberer auseinandergesetzt? Ja, nicht konkret, aber ich finde das ein wunderbares Thema, weil da kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Hast du schon mal einer Figur deine Stimme geliehen? Oh, da muss ich überlegen. Ist, glaube ich, schon ein bisschen her. Ja, in der Schule habe ich Schultheater gespielt. Schon mal darüber nachgedacht, Sprecher zu werden? Weiß ich nicht. Ich glaube, eigentlich traue ich mir das nicht zu. Worauf freust du dich am meisten? Auf den morgigen Tag, dass ich morgens gesund aufwache und mir nichts wehtut. Noch ein paar Worte in die Kamera. Gut, danke Santi. Dankeschön.